Schütze, herzlich willkommen. Juni steht vor der Türe und wir wollen mal schauen, warte, ich muss eben meine Kerze hier sichern. Wir wollen mal schauen, was ist das, was für dich am Start sein kann, okay? Die ersten 14 Tage, was wird resultieren, wie sehe ich dich? Also nichts von wegen mach dies, lass jenes, sondern wir wollen einfach nur mal schauen, was sind wirklich diese Sachen, wo die Karten mal nicht über diverse Lernaufgaben reden, okay? Wow. Und hier haben wir es schon. Der Page der Münzen. Der Page von der Münzen ist schon eine Energie, die sehr jugendlich ist, die leicht ist. Okay, wir reden von Neubeginn, wir reden von Kindern, wir reden von Möglichkeiten. Die ersten 14 Tage im Monat Juni bedeuten für viele Schützen unter euch, die Möglichkeit zu haben, auf spielerische Art und Weise oder auf eine leichte Art und Weise, ohne großen Stress, ohne große Herausforderung, ja, eine Situation zu balancieren, eine Situation für dich im Reinen zu haben, eine Situation aus der großherzigen Power-Energie wirklich zu deinen Gunsten abzuschließen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes. In der Ebene der Finanzen kommt eine Einigung, es kommt eine Lösung, es kommt Hilfe rein, es kommen Verbesserungen rein, ja. Alle Zweifel, die du hattest vielleicht, alle Sorgen, alle Umstände, du möchtest gerne ein Haus verkaufen, ja, du möchtest dir ein Auto kaufen, was ich nicht Schulden abbezahlen, was auch immer. Alles, was bisher bei einigen Schützen mit Finanzen zu tun hatte, auch mit Rentenanträgen und, Sozialhilfe, was auch immer, ja, wird sich in den ersten 14 Tagen im Monat Juni klären können. Es kommen Verbesserungen rein, aber für die einen oder anderen kann es auch sein, wenn die Situation so schwerwiegend ist oder so aussichtslos ist oder so problematisch ist, kommen Verzögerungen rein. Sei vorsichtig, dass du nicht zu großzügig bist. Sei vorsichtig, dass du nicht zu viel Geld ausgibst. Sei vorsichtig, auch wenn ich dir sage, es kommen Verbesserungen rein, dass du nicht zu viel Geld auf den Kopf haust und nachher stehst du da wie Otto. Ja, immer, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sage ich immer wieder, okay? Generell haben wir für unseren Schützengeborenen die ersten 14 Tage, für die, die noch Liebeskummer haben, Herzschmerz haben, die noch ein bisschen enttäuscht sind, ja, für die, die noch ein bisschen länger brauchen, um in einen Flow zu kommen. Der 6. und der 8. werden gute Tage sein. Auch wenn der 8. vielleicht mit ein bisschen Nostalgie zu tun hat. Auch wenn der 8. mit deiner eigenen persönlichen Energie nicht gerade im Einklang ist. Auch wenn du am 8. vielleicht sehr abgeschlagen bist. Wenn du dich trennst, wenn du zurückgelassen wirst, ja, wenn du etwas zurücklässt. Wenn, egal was, eine Schwere auslösen könnte. Obwohl die ersten 14 Tage mit viel Leichtigkeit verbunden sind, geht dein innerer Prozess auf emotionaler Ebene, vielleicht in eine andere Richtung. Sollte das der Fall sein oder wird das der Fall sein, ja, ist es halt einfach ganz gut, dass man sagt, wo führt mich die Reise hin? Nicht verdammte Axt, ja, ich habe jetzt wieder 100 Euro verloren, verdammte Axt, ja, meine Arbeit geht mir auf den Sack, ja, verdammte Axt, dieser Mensch meldet sich nicht, verdammte Axt, mein ganzes Leben geht den Bach runter. Wenn du so denkst, bleibst du in der Schleife der Negativität und ziehst die Negativität an. Es ist sehr wichtig, ja, es ist sehr wichtig, versuchen in den ersten 14 Tagen diese Stresssituation, diese Problematik, die man dir antun könnte oder die du leben könntest, vielleicht nicht ganz so ans Herz dir zu nehmen, weil es wird sich klären, es ist nur temporär. Lüge niemals einen Lügner an. Ja, das ist ein Spruch, der mir heute Morgen in den Kopf kam, weil für viele Schützen heißt es, mit der Wahrheit zu reden, ist unglaublich wichtig, auch wenn die Wahrheit wehtut. Ja? Wir haben nämlich hier einen Menschen, der von der Energie Schütze wieder Löwe ist, deine eigene Energie auch, verkörpert sowohl dich, aber auch jemanden in deinem Umfeld. Ja? Jemand, der dich schon lange begleitet, jemand, den du halt vielleicht zurückgelassen hast. Aber es ist eine sehr willensstarke Person. Eine Person, die versucht hat oder versuchen wird, nochmal ja, dir ein paar Probleme zu bereiten. Für viele ist es ein Ex-Partner. Ja, für andere ist es aber auch wieder Familienangehöriger. Also es kann sowohl als auch sein. Warum kann es sowohl als auch sein? Weil dein Ex-Partner gehörte irgendwann mal zur Familie und jetzt ist es nicht mehr der Fall. Okay? Ein Bruder gehört zur Familie, kann aber auch wieder andere Probleme auslösen. Das heißt, ein Mensch, ein Mann vor allen Dingen, der dir nahesteht, der dir nahestand, aus vergangenen Zeiten oder mit dem man schon mal eine Situation gelebt hat, wird versuchen, dich anhand einer Lüge in einen Konflikt zu bringen. Wie wirst du dich fühlen in den ersten 14 Tagen? Die ersten 14 Tage können ein bisschen karussellig sein, okay? Aber du kommst wie ein guter Stier, eine Jungfrau und Steinbock
wieder ins Fahrt, wieder in die Position, ja, deine Bedürfnisse zu kreieren. Deine private Energie, deine persönliche menschliche Energie wird auf Hochtouren laufen. Großzügig, temperamental, liebevoll, ja, experimentierfreudig. Du fühlst dich wie neugeboren, du fühlst dich abgeschlagen. Also das heißt, es kommt darauf an, in welchem Level du sein möchtest. Es kommt darauf an, wie fruchtbar du sehen möchtest. Es kommt darauf an, wie sinnlich du sein möchtest. Es kommt darauf an, wie sehr du resonieren möchtest. Du hast in den ersten 14 Tagen die Möglichkeit, aus der Ruhe, aus der Sicherheit, aus der Sexualität, aus der Liebesebene, aus dem Glück, aus der Empathie, aus allen positiven Energien, was das Leben dir schenkt, was Gutes zu machen. Bodenständig, erfolgreich, ja, finanziell, arbeitstechnisch, Harmonie. Alles super geil, tolle Gefühle, ja. Also du leuchtest, du strahlst, es ist unglaublich geil. Und auf der anderen Seite haben wir Abgeschlagenheiten, Depressionen, ja, Stress, Ärger, Wut. Hier, ja, also alles Negative, was man sich nur vorstellen kann. Bringt dich das weiter? Nein, warum? Weil alles Negative, alles was Stress ist, alles was mit Liebeskummer zu tun hat, alles was mit dieser Impulsivität zu tun hat, bricht dir das Genick. Aber alles, was man mit Leidenschaft, mit Power, mit Harmonie, mit Sicherheit, mit Vertrauen, mit Engagement, mit guten Energien macht, ja, oder Voraussetzungen macht, bringt dir natürlich auch wieder positive Ereignisse. Und dann ist es dir auch latte egal, ob es in der Liebe geht, ja, ob es um der Sexualität sich dreht, ob es um, das ist dir dann latte egal. Warum? Weil du siehst einfach einen Erfolg, ja. Wir haben schon gesehen, dass Schütze sehr viel Leid gelebt hat. Die letzten Jahre, die letzten Wochen, die letzten Monate. Nicht nur Trennungen, nicht nur was weiß ich nicht, alles Mögliche. Ja, und ein Teil in Schütze ist immer noch verletzt. Ein Teil in Schütze ist immer noch wütend. Ein Teil in Schütze hat noch nicht losgelassen. Das sehen wir hier. Ja, auch dein mentaler Radius, auch deine Denkart und Weise kann manchmal eine Stolperfalle sein. Aber was wir hier auch sehen ist, du kannst, ich sag's dir nochmal, ja, zwischen beiden Wegen wählen. Temperamental, Negativitäten, Krankheiten, Erschöpfungen, Trennungen, bla bla bla. Auch wenn du 2-3 Tage mal lachen kannst, aber der Rest wird Käse. Oder du lässt alles zurück und sagst, haha, ich rebelliere jetzt hier, okay? Ich traue mich jetzt, meine Pläne sind ganz, ganz anders. Meine Energien kann ich wieder ebellieren, auch wenn ich ein bisschen brauche. Aber wir sehen wirklich, dass das Thema von Schütze sein wird, das Rad des Schicksals in die Hand zu nehmen. Okay, Situationen zu schließen, nicht aufzugeben, auch familiäre Situationen, karmatische Situationen durch die Familie kreiert, ja, Traumen, Probleme, weiß ich nicht, Missbrauch, alles aufzulösen in den ersten 14 Tagen und hier zu sagen, ich bin der, ich bin die, ja, die hier alles unter Kontrolle hat und ich gehe meinen Weg. Ich rate dir, schreib mich an, wenn du möchtest, für eine Notfall-Express-Legung. Die bekommst du am gleichen Tag noch, wenn du echt einen Notfall hast, spätestens am nächsten Tag. Ansonsten starten meine Termine erst wieder, ja, ab dem 5.6., weil vorher habe ich eh schon alles voll, auch mit den Therapien, die ich gebe. Okay? Also ich sag dir hier, Schütze, die ersten 14 Tage im Juni bedeuten, die Botschaft, die auf dich zukommen möchte, bedarf Aufmerksamkeit. Der Prozess, der kommen wird, bedarf Aufmerksamkeit. Der Mensch, der auf dich zukommt, bedarf Aufmerksamkeit. Eine Botschaft, eine Nachricht, eine Situation, etwas möchte und wird auf dich zukommen und du wirst entscheiden, inwiefern du aufmerksam bist oder weitermachst wie bisher. Wow, schreib mich an, die Zahl 3 und die Zahl 7 könnten von Bedeutung sein. Ich bin gespannt, was unser Schütze macht. Von mir aus alles Liebe und wir hören uns. Bye.